Und nur weil ihr vielleicht keinen YouTube-Kanal habt oder weil ihr anders aussieht als ich oder anders als Bodo oder weil ihr Hüte tragt oder auch nicht, seid ihr nicht weniger wichtig, sondern es geht darum, dass jeder von euch das, was er weiß, teilt mit Menschen und sie anregt, selber nachzudenken. Wir müssen wissen, was passiert ist im Januar. Wir müssen wissen, was Christian Drosten gemacht hat, wie er seinen PCR-Test entwickelt hat. Wir müssen diese Dinge grob im Kopf haben. Wir müssen verstanden haben, um was es geht. Weil wir können nicht einfach kommen und sagen, ja, das ist alles fake. Damit werden wir niemanden überzeugen. Aber mit Wissen werden wir die Menschen überzeugen. Deswegen bin ich ein Hobby-Virologe und ich hoffe, dass ihr auch einer werdet. Und ich möchte, und das gefällt mir so gut, wisst ihr, ich möchte nochmal unterstreichen, dass dieses Problem, und das hatten wir in der Geschichte der Welt, glaube ich, noch nie, aufgrund der Vernetzung ist diese Problematik eine globale Problematik. Es gibt, glaube ich, kein Land, das ausgenommen ist davon. Und wenn die Regierung eines Landes sich dazu entscheidet, nicht Teil zu sein dieser Schwierigkeit. Ich muss Sie mal kurz unterbrechen. Ich habe hier nämlich gerade eben von einer Frau was erzählt bekommen. Berlin, wisst ihr, wenn wir all diese Fälle hören und wir sehen, was passiert ist in New York und wir sehen, was passiert ist in Italien, und wir haben uns zusammen, Raimund und auch mit Bodo, die Statistiken angeschaut. Wisst ihr, wenn wir diese Wellen, und ihr habt sie ja alle gesehen auf Euromomo vielleicht, ja, ihr kennt ja diese Ausschläge, und da gibt es in der Tat einen Ausschlag in der Krise, in der Corona-Krise, der geht ganz steil nach oben. Und in der Tat sind in diesem Abschnitt, in diesen Zeitabschnitten 2,3% Menschen mehr gestorben als in den Jahren davor. Aber wisst ihr, meine Lieben, wenn wir diese Geschichten hören, wundert mich das überhaupt nicht. Da können wir dankbar sein, dass es nur 2,3% sind und nicht 10 oder 15. Denn das, was hier passiert ist, was hier passiert, was mit den alten Menschen gemacht wird, was mit den Menschen gemacht wird, die sich nicht mehr auf die Straße trauen, die vor Angst nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Wir lesen von Hunderttausenden von OPs, die abgesagt worden sind und verschoben sind. Hier werden Existenzen im kompletten Mittelstand vernichtet. Da stehen Menschen vor dem Ruin. Wir haben bei den Selbstmord-Hotlines innerhalb von 4 Wochen so viele Anrufe wie innerhalb eines ganzen Jahres. Die Menschen haben Angst und Angst ist etwas, was nicht gesund ist. Und diese Konsequenzen werden wir sehen. Aber wir müssen dafür aufstehen, dass die Menschen, die das zu verantworten haben, sich dem stellen und zumindest in diesem Kontext das, worauf sie entschieden haben, als Grundlage hinlegen. Aber selbst das sind sie nicht bereit zu tun, geschweige denn haben sie Daten, die das belegen, meine Lieben. Und deshalb, was ich vorhin sagen wollte, ist so wichtig, dieses Problem ist global. Es gibt kein Volk, das davon nicht betroffen ist. Es gibt keine Nation, die davon nicht betroffen ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Menschen, die für Wahrheit einstehen wollen, die für Frieden einstehen wollen, die für Nächstenliebe und für Eigenverantwortung einstehen wollen, dass die, jeder für sich, ein Licht ist in dieser Welt. Denn wir sind auf dem Weg in die Dunkelheit. Wenn ihr seht, was hier passiert, wenn ihr seht, was gerade ausgerollt wird, das ist nicht eine Welt, in der ich leben möchte. Und ich glaube für mich, und das ist die Entscheidung, die auf jeden auf euch zukommen wird, wird die lauten, ist, wie weit bist du bereit zu gehen für das, was du glaubst? Wie friedlich bist du bereit zu bleiben, wenn man dich schlägt? Wie defensiv und wie geduldig möchtest du bleiben, wenn um dich herum die Welt zusammenbricht? Meine Lieben, ich kann euch eins sagen. Meine Entscheidung ist die, dass ich sage, egal wohin es mich trägt, egal wie weit das geht, die Wahrheit ist nicht verhandelbar. Und dafür stehen wir hier alle ein. Und wisst ihr, ich bin ein gläubiger Mann und das, was ich in der Bibel lese, steht, dass die Wahrheit meine Pflicht ist und ich soll ihr nachjagen. Und das tue ich in allem, was ich tue. Und seit diese Corona-Krise begonnen hat, habe ich nie gewusst, wie wichtig die Wahrheit ist für die Menschheit. Aber heute, glaube ich, sehen wir, dass Friede, Wahrheit, Brüderlichkeit, Ehrlichkeit, Eigenverantwortung, das sind Werte, die haben wir vor einem halben Jahr wahrscheinlich mal abends irgendwo in einem Film gehört. Aber heute bestimmen sie unseren Alltag. Und ich glaube, es ist wirklich wert, für diese Werte zu kämpfen. Und jeder, der hier steht, rufe ich auf, in Frieden, in Standhaftigkeit und in Geduld ein Beispiel zu sein für das, was man erreichen kann, wenn man in der Liebe ist. Für das ein Beispiel zu sein, was man erreichen kann, wenn man nicht so agiert wie die Politik, wenn man nicht so agiert wie die, die uns führen, sondern wenn man sich nach einer anderen Gesellschaft sehnt, wenn man Werte, für die diese Politik nicht mehr steht, vertreten möchte, Werte, die meines Ansehens nach christlich sind, die universell sind und die für jedes Lebewesen auf dieser Welt das oberste Credo sein sollten. Insofern seid ihr alle gefragt heute, meine Lieben. Und ich freue mich, dass heute mein Freund Mustafa hier ist. Ist er noch jemand hier? Der Mustafa. Mustafa, komm auf die Bühne. Freunde, die aus der Türkei kommen. Und Mustafa ist seit gestern einer von ihnen. Und er wird jetzt ein paar Worte an uns richten. Weil ich sage euch eins, meine Lieben, wisst ihr? In Berlin gibt es eine riesengroße türkische Gemeinde. Eine riesengroße.
Und die habe ich sehr, sehr wenig auf der Demo bisher gesehen. Wahrscheinlich haben die wichtige Sachen zu tun, ich weiß es nicht. Aber ich möchte alle aufrufen, die einstehen für Freiheit, egal woher sie kommen. Das ist kein europäisches Problem. Es ist ein Problem, das die ganze Welt umfasst. Und wir stehen mit offenen Armen hier und sagen, alle, egal woher ihr kommt, egal was ihr glaubt, egal wer ihr seid, lasst uns zusammensitzen, lasst uns diskutieren, lasst uns gemeinsam für einen Morgen kämpfen, das wir alle vertreten können. Und insofern gebe ich mir das Mikrofon jetzt weiter an Mustafa. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bayanlar ve Baylar, liebe Freunde, Grüße, Herr Holle Mittenau. Ich bin türkisch stammender junger Mann aus Wien. İsmim Mustafa. Bugün burada sizlerle paylaşmak istediğim gerçekleri 7 ayınsınla fonunuz zaten biliyor. Ama maalesef hiçbirimiz konuşmuyoruz. Auf dem ganzen Welt yaşayan bütün bunca hastalık ve menemenum insanlık ayıbı olan hunla açlıktır. Deswegen hayatını kaybeden onca insanı görmemekten bence insanlık ayıbıdır. Dünyaya getirilmek istenilen Noya sistem, yani düzen değiştirme, korona adı altında yapılan kısıtlamalara dur deme zamanı geldi ve geçiyor. Wir werden gemeinsam, hep birlikte, din, ırk farkı gözetmeksizin bu duruma seyirci kalmamamız gerekiyor. Du, aus Wien, Graz, Salzburg, hey Austria! Du aus Berlin, Frankfurt, Münich, hey Almanya! Du aus Istanbul, London, Amsterdam, dünya, wo seid ihr? Ben senin için buradayım. Lütfen nächstes Mal sei du auch dabei. Wir wollen alle sizleri aramızda görmek istiyoruz. Dinimizi, düşüncelerimizi, öpülecek elleri, sarılmak istediğim sevdiklerimizi ellerimizden alınmasına müsaade etmeyelim. Selbstverständlich möchte ich meine Freunde umarmen. Das darf keiner von mir wegnehmen. Ben sizler için buradayım. Bir dahaki sefere dünyanın neresindeysen sen de gel lütfen. Sei auch dabei. Unter anderem möchte ich diese Gelegenheit nutzen, alle Querdenker, unter anderem Michael, Armin, Hannes, selbstverständlich mein bester Freund Alexander Horn von Ob, Bodo, Samuel, ich möchte vor euch allen rücken und danken. Danke euch alle, danke euch, vierte Gösterei! Ja, meine Lieben, und jetzt geht's weiter. Und zwar gehen wir Richtung USA und wir gehen Richtung Spanien. Und ich muss gerade hier meine Kamera übernehmen, denn wisst ihr was? Wien, ihr seid nicht alleine. Hier auf YouTube schauen gerade 8.500 Leute zu, live. Und die könnt ihr alle ganz herzlich grüßen. Grüße der Freiheit aus Wien.